Ja, Leute, jetzt wird es Zeit für ein Fotoshooting. Genau, ihr habt richtig gehört. Wir machen jetzt die Quest Fotoshooting. Dafür müssen wir jetzt hier in den Innenhof. Ich befinde mich jetzt gerade so unterhalb der Bahnschienen. Ist ja gerade auf der Map gesehen. Ja, und haben hier gerade auch noch den Koffer verschleppt, ne, beziehungsweise ihn in Sicherheit gebracht. Jetzt ist er glücklich. Jo, dann mal weiter. Harry ist schon okay. Ja. Er bringt jetzt auch nicht mehr Informationen. Hat sich schon so angehört, als würde er doch ein bisschen mehr sagen, aber nö, will nicht. Okay. Dann würde ich sagen, mal ab zum Fotoshooting. Kommst du mit, Theo? Let's go hier rüber. In den Innenhof, genau, wo auch das Paint Splat ist. Da haben wir doch den Fotografen. Ja, guten Tag. Genau, jetzt stellen wir uns mal hier schön hin. Jetzt warte ich noch kurz auf Theo. Theo, kommst du? Theo. Ja. So, Theo ist jetzt auch da. So, dann geben wir dem Fotografen nochmal Bescheid. Hey Meister, kannst du das mal abknipsen? Du musst ihn nochmal erstmal ansprechen, oder? Meister, drück mal bitte. So. Drück nicht ab. Drück ab, drück ab. Auf jeden Fall können wir hier so schön mit V können wir nämlich rumposen. Dann können wir uns so überlegen, was hier das coolste ist. Totstellen oder so. Ah, jetzt geht's ab. Wir mussten am Hebel ziehen. Ah, und wir sehen, so wie wir gepostet haben, sind wir jetzt hier auf dem Plakat drauf. Ja, yeah, und haben damit auch Fotoshooting fertig. Genau, das können wir jetzt, glaube ich, beliebig oft wiederholen, oder? Testen wir es doch nochmal. Ja. Dann machen wir halt nochmal. Ja. Ja, nee, da fehlt der Hebel, ne? Oder? Ah, ne, wir müssen einfach länger ansprechen, müssen weitermachen, wäre vielleicht auch nicht schlecht. War doch nicht der Hebel. Sorry, Leute. Einfach ansprechen, bis es losgeht. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr weitere Quests, Relikte, Statuen, Ausrüstungsgegenstände und sonstige Secrets in Goat Simulator 3 findet, dann schaut doch mal hier aufs nächste Video.